Hallo, Waage, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Waage. Waage, hinter dem Deck die Karte der Teufel. Die Karte der Teufel ist für kommende Woche sehr berühmt für mehrere Sternzeichen. Also Sternzeichen Fische, Jungfrau, ich denke Sternzeichen, also mehrere Sternzeichen haben diese Karte bekommen, tatsächlich. Also für kommende Woche, ja. Wir haben hier eine Verführung oder irgendetwas ist hier. Also Sternzeichen Steinbock, aber du weißt ja, Waage, die Karte der Teufel eigentlich bringt nicht immer was Gutes, ne? Repräsentiert ja das Materielle am Ende, ja, aber die Karte der Teufel hat immer mit irgendeinem Suchtverhalten, ist mit einem Suchtverhalten verbunden, ja. Egal, worüber wir jetzt hier reden, also weil wir wissen ja, was das heißen kann für jeder von uns. Jeder weiß schon. Die Karte der Teufel, ja, wir schauen weiter. Ich meine jetzt, es gibt hier natürlich eine. Einen Teufel, ich meine jetzt. Es gibt hier eine Person, fühlt sich wie gefangen. Also eine Person ist besessen hier, fühlt sich wie gefangen, kann sich nicht befreien. Es gibt aber in manchen Fällen will ich mich auch nicht befreien, weil die Karte der Teufel, ja, es ist empfindlich. Die Energie ist empfindlich. Aber nochmals, Waage, nicht nur bei dir. Also, Sternzeichen Fische hatte die Karte genauso wie du jetzt auch für kommende Woche. Ich denke, das ist für diese KW16. Schaue bitte jetzt. Ich habe viele Menschen auf dem Tisch. Ja? Also der König der Schwerter, Königin der Stäbe und Königin der Kelchen. Also du siehst ja zwei Frauen, ein Mann. Es kann andersrum sein oder das macht ja nichts. Ja, wir reden nur über Energien, nicht über, ja, ob es Frau oder Mann ist. Wir haben hier viele Energien. Was? Luftelement, Feuerelement, Wasserelement. Ja, diese drei Elemente sind gerade zu sehen. Wir können hier natürlich, ein Beispiel ist, ich könnte hier zum Beispiel jetzt mit meinem Ex zu tun haben und eine neue Person ist da. Zum Beispiel. Einen Ex und eine neue Person. Oder sonst, ja, ich meine, mit der Karte der Teufel, Waage, mit dieser Karte. Kann ich mir schon so eine Situation bilden, ja? Also, dass wir hier mit so eine dritte Person zu tun haben könnte oder so eine Situation, aber das schauen wir mal jetzt, ja? Also, wir schauen jetzt. Auf den Würfeln kam für dich Sternzeichen Schütze und die Nummer 1. Wow, gefeuerte Waage. Hier sind ganz schön viele Menschen, ne? Siebente Schwerter. Auch keine gute Energie. Siebente Schwerter und die Karte der Teufel. Gar keine gute Energie. Und in manchen Fällen ist dir das gar nicht bewusst, weil das ist nicht deine Energie, tatsächlich. Ja, das ist nicht deine Energie, sondern die Energie von einer Person. Es kommt darauf an, wie die Legung sich für dich spiegelt. Ja?
Aber ja, es könnte möglich sein, dass du mit so einer Person zu tun hast, aber dir nicht bewusst ist, dass du das nicht weißt. Weil hier habe ich eine Manipulation. Hier sehe ich eine Person, die gut manipulieren kann. Eine Person, die strategisch ist und bestimmte Absichten hat. Keine gute Absichten, gar keine. Diese Kombination, die ich hier habe, ist überhaupt nicht gut. Unabhängig jetzt, was das hier für dich heißen mag, weil ich kenne deine Situation nicht, ja. Und es wird nie die gleiche Situation sein wie bei mir. Von da aus, nur du weißt, was das hier sein kann in manchen Fällen. Weil nochmals, vielleicht ist dir das hier noch nicht bewusst, dass du mit so einer Person zu tun hast und du wirst kommende Woche mehr Klarheit in der Situation bekommen. Ich sehe eine Person, die spioniert, eine Person, die klaut, eine Person, die hier, ja, also einen Betrug gibt es hier tatsächlich. Eine Person, die keine gute Person ist. Ja. Diese Person kommt aus einem anderen Planeten, Waage. Das kann ich dir auch sagen. Qué fuerte, du. Altersunterschied vielleicht, Waage, mit einer Person. Altersunterschied. Waage, schaue bitte jetzt hier. Drei der Schwerter, die Karte der Mond, sieben der Schwerter. Warte mal kurz jetzt. Genau, Sternzeichen Jungfrau, so war das jetzt. Also, Waage. Ich hatte deine Legung so wie bei Sternzeichen Zwilling schon fertig gehabt. Also eigentlich die Legung war schon fertig. Diese Legung, die ich gemacht habe für kommende Woche für dich, ist nicht hochgeladen worden. Ist nicht online. Ich mache die Legung das zweite Mal jetzt. Aber die Karten irren sich nicht. Ich kann mich schon irren, aber die Energie irrt sich nicht. Also die Karten irren sich nicht. Möglicherweise hast du mit Sternzeichen Jungfrau eine Verbindung, denn die Energie zeigt sich auch ähnlich. Es gibt hier eine dubiose Energie, eine ziemlich dubiose Energie, die nicht zu vertrauen ist. Egal wie die Situation sich bei dir ist, wie die Situation ist. Vielleicht gibt es hier eine Person, die in einer Beziehung ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Eine Person, die in einer Beziehung ist, aber lügt. Diese Person sagt ja, nee, nee, nee. Also, ich bin in keiner Beziehung, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder. Oder zum Beispiel, nein, nein, ich bin in einer Scheidung, ich lasse mich scheiden. Also, was weiß ich, was diese Person alles so von sich erzählen kann. Ich sehe hier eine Person, die nochmals nicht zu vertrauen ist. Ja? Diese Person spioniert zum Beispiel, Waage. Den Fall hatte ich in der vorherigen Legung für dich auch gehabt. Du wirst spioniert. Eine Person spioniert dich. Und das weißt du vielleicht sogar auch. Du hast das gespürt. Du spürst durch deine Intuition, dass eine Person dich spioniert. Schau mal bitte, in der Mitte ein König der Münzen. Du siehst ja, wie viele Menschen auf dem Tisch sind, ja? König der Münzen, König der Schwerter, Königin der Stäbe, Königin der Kelche. Könnte ich hier, wie gesagt, eine familiäre Situation haben? Eine Person, die in einer Beziehung ist oder Verantwortung, in der Familie sehr viel Verantwortung hat. Der König der Münzen spricht, schon für eine Person, die in einer familiären Situation sich befindet. Eine Person, die auch einen Chef ist vielleicht. Eine Person ist ja Chef, Chefin oder selbstständig, hat sehr viel zu tun. Normalerweise ist eine Person, die sehr beschäftigt ist, alle Hände voll zu tun hat, ja. Und auch eine karmische Beziehung oder ja, zu einer Person hat. Ja, ich spüre hier eine karmische Situation tatsächlich, ja, mit einer Person. Ich könnte hier auch den Fall haben, dass beide verheiratet sind.
Also das spricht nicht für uns alle in Waage, aber vielleicht, dass beide Menschen in einer Beziehung sind, weil ich habe sehr viele Menschen auf dem Tisch hier, ja. Und sonst, nochmal, sonst ist das hier eine komplizierte Energie. Sternzeichen Krebs zeigt sich hier, ja. Interessant finde ich aber auch, Waage, dass diese zwei Menschen sich anschauen, ja. Also diese Königin der Kelchen schaut ja auf diese Königin der Stäbe. Beide schauen sich an, ja. Die Karten hätten auch so kommen können. Also die geben sich ja den Rücken. In manchen Fällen keine von denen weiß so wie die andere Person Bescheid. Aber hier rede ich schon, dass irgendetwas ist hier. Also diese Person weiß über diese Person Bescheid und diese nämlich auch. Ja. Augenblick bitte, Waage. Ich spüre eine komplizierte Situation hier, Waage. Das ist das, was ich dir wirklich sicher sagen kann. Sicher. Eine komplizierte Situation. Wow, qué fuerte. Genau, was du schon immer wissen wolltest, das ist beim Augenblick, bitte. Ich bin da, Augenblick, ich wollte nur dir sagen, wer diese Karte auch bekommen hatte. Ne? Mhm. Leider weiß ich es jetzt nicht mehr. Aber diese Karte kam bei jemand nämlich auch. Mhm. Hier sieht man hinter dem Deck eine Mutter mit einem Baby. Und irgendwie vielleicht auch das Geld sparen ist hier zu sehen. Oder sonst. Qué fuerte, doch. Schau mal, Königin der Münzen. Königin der Münzen zeigt sich hier zweimal jetzt. Königin der Münzen und König der Münzen. Ich sehe hier einen Ehepaar. Ja, also ich spüre hier schon einen Ehepaar. Vielleicht eine Person, die irgendwie krank ist. Könnte man hier sehen, ja. Also hier habe ich Zendestäbe. Du siehst das Organ, den Darm oder ja, den Magen-Darm. Und eine Königin der Münzen, eine Person vielleicht, eine Mutter, die krank ist. Wow, wow, wow. Nochmals die Königin der Stäbe, zeigt sich zweimal. Ich habe hier Königin der Stäbe, Königin der Kelchen, Königin der Münzen. Die gleiche Energie wie jetzt, Waage. Ich möchte dir noch halt sagen, das hier ist eine Bestätigung für die vorherige Legung, die ich für dich auch gemacht habe, die nicht online ist, ist die Bestätigung. Also hat sich auch sehr viele Menschen gezeigt, ja. Es waren viele Menschen da zu sehen, genau wie jetzt, ja. Hier ist die Königin der Kelchen. So eine Person ist gekommen. Ein, ja, und vierte Schwerter. Vierte Schwerter sprichst du über eine Person, die am Nachdenken ist, am Heilen ist,
Eine Person, die sich zurückzieht, keine Kommunikation macht. Eine Person heilt hier irgendwie. Ich habe dir gesagt, also ich spüre hier eine sehr hübsche Energie. Ja, das habe ich nämlich. Hier sieht man schon eine, ich meine jetzt, der Teufel, man versteht halt, ist das Materielles. Also der Teufel zeigt sich auch für eine sehr hübsche Energie eigentlich, ja. Ja, ist immerhin eine Verführung, ja. Also diese Verführung sehe ich schon hier. Aber nochmals Altersunterschied vielleicht. Die Königin der Stäbe, die Karte der Mond, es gibt ein Geheimnis hier. Und it's up to you. Es kommt auf dich drauf an, du entscheidest. Ich habe hier eine Königin der Stäbe mit der Karte der Mond, ja, spricht hier über Zweifeln, über eine Ungewissheit, ja, über eine Ungewissheit und sogar Geheimnisse, ja, Geheimnisse. Jemand möchte hier entweder eine Reise machen oder eine Handlung machen. Also die Karte der Wagen plus nochmals die Karte der Wagen, das ist wieder ein Wagen hier mit sehr vielen Menschen in diesem Wagen und sechste Stäbe, Sternzeichen Löwe, Krebs, wie du siehst, sehr stark bei dir, Waage, Sternzeichen Krebs. Eine Person möchte hier eine Handlung machen und eine Person möchte hier Erfolg haben in dieser Situation. Und sogar diese Person ist sich selbstsicher. Also ich bin mir selbstsicher, dass ich Erfolg mit dir haben werde. Ich bin mir sicher. Es gibt schon ein bisschen Ego hier zu spüren, ja, Stolz, würde ich sagen. Etwas Stolz, ja. Also man ist sicher hier, dass man hier irgendwie Erfolg haben wird. Aber ich spüre nochmals, wie ich dir gesagt habe, eine Person ist hier entweder noch in einer Beziehung oder irgendeine Situation ist hier. Ja, eine Person ist verheiratet in eine Ast der Münzen mit König der Münzen und eine Person mit einem Handy. Also ich schaue auf meinem Handy, ob ich Kommunikation, Nachrichten bekommen habe. Ja, eine Person wartet auf eine Nachricht, eine Person wartet auf eine Kommunikation. Es kommt aber keine Kommunikation, sehr wahrscheinlich. Ich sehe hier schon mal die Puppe der Schwerter plus die Puppe der Schwerter. Die Karten wiederholen sich irgendwie. Die Karten wiederholen sich. Dieses Luftelement ist hier. Luftelement wie du, Sternzeichen Waage, Zwilling, Wassermann. Und drei Fahrräder. Eine Person spioniert dich. Mit dem Fahrrad sogar. Also ich mit dem Fahrrad fahre ich bei dir vorbei und schaue, ob du da bist, ob ich dich sehen kann. Eine Person spioniert dich. Ja? Also diese Person fährt bei dir vorbei und schaut, ob du da bist oder nicht. Ich spüre hier eine sehr unreife Energie, aber die Person kann erwachsen sein. Also ich meine, die Person kann 40 Jahre alt sein und trotzdem noch so unreif sein, ja. Interessant ist, von diesem Orakel kam natürlich auch, du siehst ja, hier sieht man, das ist jetzt jemand beobachtet, du siehst hier, ja, ich beobachte, das ist auch eine Person, die beobachtet, tatsächlich. Ja, darüber spricht diese Karte auch, also irgendwie eine Person, die am Nachdenken ist, am Beobachten. Ich spüre hier bei dir sehr, sehr stark dieses Gefühl. Das Gefühl, dass jemand hier beobachtet. Von Erzengel Michael kam für dich, geh ohne Angst weiter. Geh ohne Angst weiter
und bitte Erzengel Michael um Hilfe in dieser Situation. Ja, bitte um Hilfe, wenn du Hilfe brauchst. Bitte natürlich um Hilfe in dieser Situation. Die Karte spricht über Hilfe, ja. Also wenn du Hilfe brauchst, hol dir Hilfe. Und dann verbringe mehr Zeit im Freien. Also du siehst ja nochmals diese Karte, die über dieses Freien spricht, einer Person im Freien. Aber nochmals, hier sieht man auch jemand im Freien. Also ich denke, wir reden schon hier über eine Spione. Jemand spioniert dich, ja. Das ist sicher. Eine Person beobachtet dich nicht nur bei dir, da wo du wohnst, wo du lebst, sondern auch über Internet. Wenn du jetzt Fotos von dir hochlädst, diese Person beobachtet dich auch. Sogar unter einem falschen Kontakt. In manchen Fällen weißt du nicht, dass diese Person die Person ist, die du kennst. Ja, weil diese Person einen falschen Kontakt hat. Ja. Ich denke, Waage, was du schon immer wissen wolltest, wirst du wissen kommende Woche. Was du schon immer wissen wolltest. Es ist schade, dass ich mich nicht erinnern kann, wer diese Karte auch bekommen hatte, weil es ist interessant. Ja. Kann ich aber nicht sehen jetzt. Was du schon immer wissen wolltest über eine Person. Also das, was du über eine Person nicht wusstest, hier ist eine Königin der Stäbe, wiederholt sich nochmals, Feuerelement. Was du über diese Person immer wissen wolltest, wirst du erfahren. Du wirst das erfahren, ja. Weil hier zeigt sich diese Kombination und hier habe ich die gleiche Königin der Stäbe mit der Karte der Mond. Also etwas ist hier, was wir nicht so richtig sehen konnten, ja. Aber das kommt alles ans Licht. Ich denke, eine Situation kommt ans Licht hier, Waage, über eine Person. Und ja. Waage, was ich aber hier sehe, ist diese Königin der Kelchen. Also das kann sogar deine Energie sein, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist. Also das ist eine liebe Person, was ich hier habe. Wir reden über eine liebe Person tatsächlich. Und eine Person, die in seiner Mitte ist eigentlich, ja, gut geht, in der Selbstliebe ist. Und die Königin der Kelchen ist, wie gesagt, eine positive Energie, wenn wir es jetzt so wollen, ja. Aber nochmals, du siehst ja vier der Schwerter, also ich bin am Nachdenken, ich bin am Heilen, ja, weil ich hier diese Situation habe. Tja, ich weiß auch nicht. Also Waage, ich weiß auch nicht so genau. Also ich kenne ja deine Situation nicht, aber die Energie zeigt sich irgendwie so ein bisschen, ja. Weil die Sache ist, es gibt hier schon eine Verführung eigentlich, ja. Interessant ist, dass nochmals, vielleicht hast du mit Sternzeichen Fische eine Verbindung. Nicht nur Fische, aber könnte möglich sein, weil das habe ich hier gespürt. Und eine Person zieht sich zurück irgendwie, weil man hier, spüre ich bei dir die Liebe, ja, die Königin der Kelchen spricht ja auch über die Liebe, ja. Also, das ist auch so. Die Königin der Kelchen spricht natürlich über die Liebe. Aber gut, ich meine, ich habe hier einfach zu viele Menschen. Und ja, ein Kompromiss ist eine Beziehung ist eine Sache von zwei Personen. Und wenn mehrere Personen in eine Situation involviert werden, dann ist nicht gut, ne? Ich weiß auch nicht, was das hier ist, Waage. Neugierig bin ich schon, das kannst du mir glauben. Aber was das hier für dich heißen mag, keine Ahnung. Ich sage dir nur, was ich hier sehe. Und schau mal bitte jetzt, die Karte der Mond kommt bei dir zweimal. Also, es gibt etwas hier, was du nicht sehen kannst.
Etwas kannst du hier nicht richtig sehen. Und das, was du nicht sehen kannst und was du schon immer wissen wolltest, wirst du schon wissen, wirst du schon kommende Woche erfahren. Und vielleicht sagst du sogar, deswegen sagst du dann, ich bleibe für mich, ich mache die Tür nicht auf, ich bleibe für mich, ich ziehe mich zurück, ich möchte von der Welt nichts wissen, ja, und genau, das könnte möglich sein, ne? Dass eine Person das sagt hier, weil mit dieser Energie ist halt, weiß auch nicht. Waage, sogar nachts, ja, also nachts ist hier den Besuch. Also wenn diese Person dich besuchen sollte oder kommt, ist immer nachts, ja, weil diese Person nicht gesehen werden möchte. Also ich möchte ja nicht gesehen werden. Deswegen mache ich, ich bewege mich irgendwie nachts oder hier gibt es das Gefühl ist hier. Eine Person ist hier ziemlich, das ist hier ziemlich dubios, die Person hier. Ziemlich dubios. Ziemlich sogar. Nochmals die Königin der Stäbe und du glaubst es wohl nicht, oder? Die Königin der Stäbe habe ich dreimal bei dir auf den Tisch. Feuer, Element. Sternzeichen Löwe, sehr stark jetzt bei dir, aber Schütze oder Sternzeichen wieder nämlich auch. Und ich sehe hier nochmals, diese Energie hatte ich auch gerade bei Sternzeichen Zwilling. Also man stellt sich hier auf eine klare Defensive, man macht hier, man setzt Grenze. Schau mal bitte jetzt, in der Mitte hast du einen König der Münzen, aber der König der Münzen zeigt sich nochmals. Und die Königin der Münzen, nämlich, ich habe hier einen Ehepaar. Sternzeichen Löwe. Eine Person hält sich hier unter Kontrolle irgendwie. Ich kontrolliere mich, ja. Habe ich hier eine starke Anziehung zu jemand? Ja, mag sein, aber ich ziehe mich zurück und ich halte, also ich werde das unter Kontrolle halten, diese Person. Ich habe hier eine starke Anziehung tatsächlich zu einer Person. Aber Waage, diese Person ist irgendwie verheiratet, oder wie? Also, eine andere Erklärung habe ich da hier nicht. Ich habe keine andere Erklärung. Und wenn das nicht so ist und das ein Ex ist von dieser Person, diesen Ex hat noch mit dieser Person noch sehr viel zu tun. Vielleicht, weil diese Person krank ist und der König der Münzen fühlt sich verantwortlich für diese Person. Oder Kinder, ich habe Kinder, Familie mit dieser Person und das ist für mich eine Verantwortung. Aber was mich irgendwie etwas irritiert, ist, dass diese Person sich hier sehr stark zeigt. Ja? Diese Person zeigt sich hier sehr, sehr, sehr stark. Nochmals, Königin der Stäbe dreimal auf den Tisch. Königin der Münzen, König der Münzen, Königin der Kelchen und König der Schwerter. Waage, das ist die Energie für kommende Woche. Und wenn ich dir ehrlich bin, diese Energie ist nicht so weit weg von der vorherigen Legung, die ich gemacht habe. Nicht so weit weg. Nicht so weit weg. Könnte diese Person mit dir irgendwie, zum Beispiel, dass die Person sagt, ja, schau mal, so sieht es bei mir aus, ja. Das ist meine momentane Situation, sieht so aus. Aber ich würde gerne mit dir einen ernsten Kompromiss haben. Das könnte sogar möglich sein. Ja, dass man in so einer Situation sich befindet. Ich bin schon in eine Beziehung wegen das und das und das. Aber ich möchte mit dir einen Kompromiss, einen ernsten Kompromiss haben. Meine Ex-Frau oder die, ja, weißt du über dich Bescheid? Und klar, für eine Person ist das hier kompliziert.
ungewöhnlich, würde ich sagen. Also für mich ist das ungewöhnlich, dass du in einer Beziehung bist noch, verheiratet bist, dass du vielleicht ja dich scheiden lassen möchtest, aber du bist noch in einer Beziehung, aber du möchtest mit mir wie auch einen Kompromiss haben. Und wie versteht man das? Es ist ja. Ja, Waage, die Karte der Teufel. Was soll ich dir hier sagen? Das ist die Karte der Teufel. Und der Teufel versucht das immer wieder. Der Teufel versucht das immer wieder. Immer wieder. Der Teufel mag diese Spielchen hier. Das mag der Teufel gerne. Ja. Der Teufel provoziert, manipuliert, verführt, lügt. Ja. Betrug. Der Teufel, tja, der Teufel, ich meine, die Energie ist kompliziert. Für mich persönlich ist kompliziert. Und nicht nur für mich, sondern nochmals, erwage, die Energie ist nicht nur für dich da, sondern diese Energie ist die momentane Energie für mehrere Sternzeichen. Das ist fast eine generelle Legung hier. Also es ist irgendwie, ich meine, aber nicht nur für Sternzeichen Waage, sondern hier könnte man auch anderen Sternzeichen, die involviert in diese Situation involviert sind, wie zum Beispiel Sternzeichen Fische. Zum Beispiel doch Krebs, Fische, Skorpion von mir aus, Zwilling, Jungfrau, Stier, Steinbock, Löwe, Schütze. Zwilling, Waage, Wassermann. Also du merkst ja, ich meine, ich nenne fast alle Sternzeichen, weil ich meine, ich habe ja alle Elemente auf dem Tisch. Ich habe hier Luft, Feuer, Wasser und Schwerter. Also ich meine jetzt Luft, Erde, Feuer, Wasser. Sind alle Elemente auf dem Tisch. Alle Elemente auf dem Tisch. Und deswegen sage ich, Waage, diese Legung hier ist nicht nur für Sternzeichen Waage, ist logisch. Ja, also hier habe ich anderen Sternzeichen, die wir jetzt gestern oder vorgestern gemacht haben, die in diese Legung bei dir involviert sind. Mehrere. Sternzeichen Krebs, Sternzeichen Fische, Jungfrau und so weiter und so fort. Hier sind mehrere Sternzeichen. Und tatsächlich, it's up to you. Also, it's up to you. Es kommt jetzt auf dich drauf an, was du hier machst. Ich entscheide so, die andere entscheidet anders und wir entscheiden alle anders, weil wir haben nicht die gleiche Erziehung. Und wir haben nicht die gleiche Erfahrung und so weiter. Aber jeder entscheidet anders. Hier kommt eine Situation ans Licht. Du wirst hier etwas erfahren, das sowieso. Ja, aber die Karten, die für mich hier wichtig sind, für dich, für kommende Woche, wenn ich dir ehrlich bin, gerade, sind diese zwei. Die Königin der Kelche und vier der Schwerter. Die sind für mich die zwei wichtigsten Karten jetzt gerade hier. Weil ich sehe eine Person, die keine Kommunikation möchte, sich zurückzieht und keinen Kontakt will. Die Tür zumacht und mit niemand sich, ja, das ist, was ich hier spüre. Weil die Königin der Kelche möglicherweise diese Situation nicht mag. Oder für diese Person diese Situation sehr kompliziert ist. Ungewöhnlich ist. Ja, ist deine Person vielleicht auch hier, und nochmals, das kann ja deine Energie sein, das kann ja, so wie du dich auch fühlst, ja, dass du sagst, ich bin nicht so erzogen worden, oder das spricht gegen meine Glaubensmustern, ja, also, ich bin nicht so erzogen worden, ich bin nicht dafür, irgendwie, es ist irgendwie kompliziert für mich, zu verstehen, ja. Sogar diese offenen Beziehungen, also ist kompliziert für mich, diese offenen Beziehungen. Ja, würde ich vielleicht gerne, weil so wäre alles einfacher, aber es fällt mir schwer. Das ist, was diese Person hier, ich denke, am Nachdenken ist. Weil hier sind ja die Gedanken. Eine Person ist am Nachdenken.
Eine Person fällt es hier schwer. Mir fällt es schwer. Ja. Und ich versuche zu verstehen. Ja. Ich versuche ohne irgendwie zu urteilen. Also ich versuche zu verstehen. Es ist, aber es fällt schon, es ist schwer. Ja, also das ist das Gefühl, was ich hier habe. Die starke Anziehung ist ja da. Ich meine, wir haben ja hier auch eine extreme, oder zumindest so wird hier gezeigt, eine extreme Anziehung, eine extreme hübsche Energie zeigt sich hier. Zumindest für jemand. Wir wissen ja, was für mich hübsch ist, ist nicht für dich. Ja. Aber ja, hier gibt es eine starke Energie. Eine starke Energie. Ja. Ist nicht zu ertragen, so ungefähr. Ja. Waage, das ist die Energie für kommende Woche. Ich meine jetzt, die Karten zeigen sich, die Karten irren sich nicht. Ich kann mich schon irren, natürlich, ja, aber die Karten nicht. Und jetzt musst du noch halt schauen, ob du überhaupt hier für dich da, was da ist. Weil irgendwie sehe ich hier eine Person mit tja, mehrere Möglichkeiten, mehrere Optionen oder mehrere Menschen sind hier, wie gesagt. Und, aber ja, und vergesse nicht, Erzengel Michael sagt uns, geh ohne Angst weiter. Das sagt Erzengel Michael. Und weißt du, was ich hier verstehe? Fließe einfach mit dem Strom. Also, ja, einfach lass dich gehen, fließe. Irgendwie macht ihr nicht so große Gedanken, es wird sich alles lösen, alles wird sich lösen, peu à peu, macht ihr nicht so große Gedanken und fließe einfach mit der Energie halt, ja. Geh ohne Angst weiter, ja. Alles wird sich lösen. Waage, das ist die Energie hier, ich meine jetzt, das ist die Energie. Ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wir sehen uns bald. Waage, tschüss.